weiterziehen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh, verpisst euch, ihr Scheiß. Scheiße. Genau, genau das wollte ich sagen. Aber die Frage, die, glaube ich, jeden interessieren würde, Chris, wann nimmst du eigentlich wieder Dings auf hier? Brickforce? Das steht wirklich schon unter jedem Video, in dem du irgendwie genannt wirst. Wann nimmt der eigentlich wieder Brickforce auf? In was für ein Video wäre ich denn genannt? Zum Beispiel wurde es prompt gefragt, als dein Interview-Video hochgekommen ist. Ja, aber ja. Zweimal. Eventuell heute sogar, mal sehen. Ich will jetzt ja eh ein neues Projekt starten. Heute, wenn das Video ankommt, oder heute? Was, heute, wenn das Video ankommt? Achso, du meinst heute, wenn ich das Video, wo wir gerade reden, aufnehme, ankommt, oder was? Ja, genau. Sozusagen an dem heute, an dem unsere Zuschauer sehen. Nee, an dem heute, heute. Am heute, heute. Genau. Wobei, bis dahin ist das Projekt ja wahrscheinlich eh schon gestartet. Ich habe jetzt vor, irgendwie Project Back to the Roof zu starten. Oh. Und Auftakt wird er natürlich Terraria machen, weil Terraria war auch mein erstes Let's Play. Mhm. Und dazu kommt noch Brickforce. Und was die wenigsten wissen, war mein allererstes Let's Play, das ich jemals aufgenommen habe. Zwar nicht auf diesem Kanal, aber auf dem anderen. Minecraft. Und ich glaube, ich werde eventuell Minecraft Let's Playen. Ja, Minecraft hat Jan mir, glaube ich, sogar geschickt. Das war, glaube ich, das Video, also das Let's Play, wo wir uns kennengelernt haben. Alle zusammen. Das ist lange her, ey. Das ist verflucht lange her. Und ich werde gerade von 20 Milliarden Devourern gekillt. Boah, damals warst du noch 12 Jahre alt. Damals war ich noch 12, ja. Das war richtig schlimm damals, als ich 12 war. Da klang er so wie heute, aber war einen halben Meter kleiner. Da war ich einen halben Meter größer. Was? Bei meiner Oma ist es wissenschaftlich und vom Arzt auch bestätigt, dass es immer kleiner wird. Ja, ist bei alten Menschen oftmals so. Aber nicht so schnell. Ach so. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass sich die Füße in den Bauch läuft. Warum? Weil meine Oma ein sehr mobiler Mensch ist. Ich nicht. Ich sitze meistens nur rum. Übrigens, du hast doch mal von mir verlangt, dass ich ein Let's Cook mache, ne? Was? Ey, ah, stimmt, genau! Ein Let's Cook. Warum hast du dich heute dran versucht? Nee, ich habe mich gestern Nacht dran versucht. Um circa... das war gar nicht nachts, war um 21.30 Uhr. Habe ich aufgenommen, wie ich mir einen Smoothie gemacht habe, beziehungsweise... Ah, das ist doch langweilig! Komm uns ein Schnitzel! Mit der Begründung, dass ich zu blöd bin zum Kochen und deswegen. Ein Smoothie. Ja. Oh, ich hab so viel Luft im Bauch. Herzcontainer! Oh, Höhle. Oh, Kiste. Oh, Mega-Slimes. Slimes? Slimes. Nein. Ich muss looten. Hey, ich hab diese Hermes Boots. Fuck. Hermes Boots ja auch schon. Die. Ja, please! Oh mein Gott. Wenn jetzt noch ein roter Schleim kommt, haben wir alle zusammen. Ah, schade, dass du nicht auch aufnimmst. Was? Schade, dass du nicht auch aufnimmst und mit Facecam. Scheiße! Fuck! Da liegt meine Kamera! Sie liegt neben meinem Bildschirm, ich sehe sie jetzt erst. Ah, oh, fuck. Egal. Wie oft rasierst du dich? Zu oft. Wieso? Ja, weil ich das vielleicht so einmal im Monat tue. Ja, das sieht man. Bla! Ah, ich höre schon wieder einen Wurm. Das ist nicht meiner. Oh, Nase kratzen. Oh.
Oh, die haben sogar Melee-Speed. Also ich habe bisher Hermes-Boots. Hermes? Hermes-Boots mit 1% Damage, dann Angry Cloud in a Bottle mit 3% Damage, ein Warding Jackal mit 4 extra Defense. Das ist so ein neues Spiel im App Store. Angry Clouds. Angry Clouds. und ein Intrepid Agelet plus 3 Melee Speed. Ich finde die Verzauberung eigentlich voll cool. Als ich das damals displayed hat, gab es das noch gar nicht. Das erhöht dein Bewegungstempo. Als ich das damals zum ersten Mal gespielt hatte, gab es auch gar nicht noch die Hardcore-Welt. Also. Hardcore? Ja, wenn du die Wall of Flash mögelst. Ah. Kommst du auch in den Hardcore-Bonzen-Modus. Der Hardcore-Bonzen-Modus. Der Hardcore-Bonzen-Modus. Wer kennt den nicht? Der Hardcore-Bonzen. Ich bin wieder in unserer Lieblingshülle da drin, weil ich will die goldene Truhe vom letzten Mal bekommen. Bist in der Lieblingshöhle drin? Ja. Das hört sich aber nicht sehr appetitlich an. Warum? Komm da raus. Ich weiß ja nicht, wovon du schon wieder redest. Aber ich rede von einer Höhle. Ich auch. Oh Gott, wie viele Sterne muss man nochmal für einen Mana-Kristall sammeln? 10? 9? 10. Mein Gott, wie lange habe ich denn dafür jetzt gebraucht? Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck, ich weiß echt nicht mehr, wo wir damals langgelaufen sind. Damals. Damals, Death Junge. Weed. Ja, kennst du keinen Todesweed? Todesgras. Gleich mal reinziehen hier. Oh fucky, oh fucky. Boah, das geht gerade wirklich. Warte mal, ich schalte mal kurz mein Mikrofon aus. Kurz abhushorn. Ja. So, hast du noch gar nicht ausgemacht. So. Todesschleim auf Darkness hat sich aus seinem Hals entfernt. Ich habe gestern jemandem einen Tipp aufgrund seiner Audioqualität gegeben, dass er vielleicht mal die Herzzahl hochdrehen soll, wenn sie schon auf CD-Qualität steht. Okay. Dann hat er es auf Studioqualität gestellt und dann hat das Mikrofon angefangen zu rauschen. Das hättest du mir dir mal anhören sollen. Es hat sich angehört wie Radiowellen von einem außerirdischen Schiff oder so. Von außerirdischen Prostituierten. Also. Okay. Vorher hast du halt einfach nichts gehört, weil war halt einfach so ein dumpfes Rauschen im Hintergrund. Aber. Ja. Aber ja. Boah, ich hasse es, wenn ich keine Materialien habe, um irgendwas zu bauen. Ey. Oh ja. Oh, fuck, ey. Ich sterbe. Nee, es ist unglaublich. Es ist nur ein bisschen nervig, wenn ich hier einfach so die ganze Zeit so sterbe. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn wir Terraria spielen. Wie lange nehmen wir denn schon auf? 24 Minuten. Wir haben uns kein einziges Mal gesehen. Am Anfang. Ja, das dürfte keine allzu große Herausforderung sein, sich am Anfang zu sehen, wenn man noch sowas macht. Was könnte ich denn tun im Moment? Ich bin im Haus gerade und Also ich versuche mir gerade einen Haken zu farmen und Materialien zu farmen, damit du auch mal Goldsachen bekommst, beziehungsweise wir allgemein mal Goldsachen bekommen. Was lachst du? Ja, immer noch im Haken farmen. Ist nicht lustig. Und ich versuche, den Magic Mirror wieder zu bekommen, den ich gefunden habe in der letzten Aufnahme. Um dann zu sterben? Um dann zu sterben, ja. Ich bin ja letztes Mal gestorben, bevor ich ihn hatte. Mhm. Das ist ein grandioser und penibler Unterschied. Durchaus, durchaus. Toll, da oben hängt viel Gold. Dafür mache ich mir jetzt nicht den Aufreiß und... Moment, habe ich tatsächlich meine Folge... Oh Gott.
Was für ein Flop. Oh Gott, was für ein Flop. Nubi, nubi, nub, nub. Was denn? Die Timeshift-Folge heißt das zeitliche Segnen. Ja. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich wollte nur ein anderes Wort für verrecken holen. Okay. Weil es mir so positiv. Weißt du? Pokativ. Pokativ? Pokativ. Okay. Was war nochmal der Hotkey für die Farbeinstellung umzuschalten? F9. Genau die Aufnahmetaste, blöderweise. Wovon krieg ich denn Damage? Wovon habe ich denn gerade Damage bekommen? Ich bin durch Cobweb durchgefahren und hab die ganze Zeit Damage bekommen. Vielleicht hast du Angst vor Spinnen. Ja. Okay. Dann kriegst du einen Herzanfall so. Genau das wird es gewesen sein. Ja. Also eigentlich will ich gar nicht weiter diese Höhle durchforsten, weil ich eigentlich in die andere Richtung laufen müsste, um die Truhe wieder zu bekommen, aber irgendwie... Noch mehr Demon Eyes können auf dem Bildschirm nicht mehr spawnen. Bist du dir sicher? Yep. Challenge accepted. Eye of Setolo! Liegt hier in der Kiste. Ich weiß. Freue ich mich schon drauf, dass einfach so ein simpler Boss ist. Ah, meine Achsel juckt. Dein was? Meine Achsel! Achso. Was hast du denn schon hier verstanden? Deine Achse. Ja, meine Achse juckt auch. Warum sieht man dieses große metallene Ding eigentlich nicht am Himmel? Welches metallene Ding? Ja, das beim Globus. Oh. Ich liebe Blondine. So. Geil, ich habe gerade größten Teil des Wurms getötet und der Kopf flog dann nochmal 5 Meter weiter und hat das Geräusch weiterhin gemacht. Fuck the police. Ja, so ungefähr. Ich liebe es, auf einen Server zu spielen, den ich nicht selber hoste. Da passieren immer so merkwürdige Sachen, ja. Ah, fuck you. Mir ist gerade so ein scheiß Stein auf den Kopf gefallen, ich sehe die immer nicht. Scheiß Stein. Ja, und der hat mir einfach mal 125 Leben abgezogen. Ich hatte gerade noch einen einzigen HP. Also bei mir hast du 25 Leben. Ja, weil ich mich gerade noch in der letzten Sekunde einen Heiltrank reingehauen habe. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Und ich hätte gelacht. Ja, ich weiß. Du bist ein Aslak. Ich weiß. Ich weiß, was du weißt, denn du weißt, was ich weiß. Acht schon. 8 Stunden? Eigentlich hatte ich vor, mir jetzt hier so einen Schacht zu graben. Okay. In der Hoffnung? Nee, im Haus. Achso. Aber es stehen so viele Kisten da. Oh, First World Problems. Aber das Problem habe ich auch. Falls du das Bild gesehen hast, First World Problems. Den ersten Punkt. Du kriegst die Hand nicht in die Pringles-Dose. Achso. Was? Das kriegst du nicht hin? Nee. Nicht immer. Vor allem nicht ohne die Dose zu zerdrücken. Also ich krieg das hin und ich glaube, ich bin nicht unbedingt schmaler als du. Keine Ahnung. Vielleicht hast du einfach richtig dick aufgequollene Zuckerhände. Zuckerhände. Nee, das glaube ich nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Langsam gehen meine Fackeln zur Neige, das finde ich echt uncool. Was? Meine Fackeln gehen zur Neige, das finde ich uncool. Ja, ich habe mir auch erstmal nochmal welche nachgebaut. Originalgetreu. Ich gehe mal nur mit 25 Stück oder so los. Nach dem Motto, ich sterbe eh vorher, aber... Nee, sehe ich gerade mal nicht ein. Ich gehe mal Bäume pflanzen. Baumies! Gehe ich nachpflanzen, weil wir haben keine mehr in dem Haus. Ich habe
Gold gefunden. Das war schon mal was.